19% mein Ei, 23,3 deins. Au. Ich brenne. Er hat dich direkt schon gekriegt, ja. Oh, die machen gut Schaden, die Viecher. Aber ich brenne schon wieder. Pass auf, dass Sam nicht stirbt. Boah, ist das ein Kampf. Konsumgut. Prozent? 17,2. Bei dem Grün, bei dem Roten 20,7. Die Mama hatte keine Milch. Aber normalerweise hieß es irgendwie, die. Kannst du mal bitte töten? Sind das große Eier? Wir kriegen die Drachen, die aus ihrer Puperze raus. Prozent? Grün 13. Ich krieg's gerade nicht anvisiert. 12,7, das rote 16,3. Ne, hat nichts. Gott. Ja, das ist jetzt doof. 10%. Ja, gucken wir mal. Soll ich mir vorsichtshalber ein bisschen Fleisch ins Inventar legen, falls das hier eher anders ist? Brauchst du nicht. Warum? Wie viel Prozent? 7,6. Mein Gott, hat das Level abgegeben. Sam! Boah. Hast du wieder auf Folgen, ja? Nee, eben nicht. Aber der fliegt hier im Kreis wie so ein wilder, gestochener Trantelaffe. Was? Ja, genau so. Prozent.
4%. Ich sag dir jetzt einfach bei jedem vollen Bescheid, ne? Prozent. Hast du Milch? In 28 Minuten verwest das erst. 1,7. Okay. Ich will dabei sein. 28 Minuten, ja, im Tier wird das länger halten. 1,1, 1,0. Soll ich dir welche rauswerfen für deins dann? Tja, mach erstmal das. Ist gleich soweit. Ja. 0,7. Nimm schon mal. Weiß noch gar nicht. 0,3. Wie ich an das Büwan-Ding drankommen soll. Okay, mehr kann ich momentan nicht haben. Geht Futter hoch? Müsste, ich habe ihm Futter gegeben. Also ist drin. Bis jetzt hat es nicht gefressen. Gesundheit geht runter. Ich komme nicht an ihn ran. Habe ich das jetzt getrunken? Nee. Ja, geht hoch. Okay, ich habe Benutzung erzwingen gemacht. Wie macht man das? Ich habe auf Rechtsklick Verbrauchen gedrückt. Oh, meiner ist fertig. Ja, damit geht dann die Gesundheit noch hoch, Hunger geht nicht hoch. Aber damit beschützt man uns vor Sterben. Hast du noch Milch? Ja, aber ich sterbe fast. Warum? Wegen dem Fackeln. Ja, die können ja jetzt aus. Ja, unbedingt. Oder lock einfach dein Baby weg. Folgt dir ja. Guck mal her, kleiner Babydrache. Komm. Der kommt. Der kommt nicht. Ja, du musst weiter weg, und zwar auch hier in die Richtung, wo er raus kann. Oder kommen die gar nicht? Ne, die kommen gar nicht, okay. Vor allem auch plündern und abreißen. Ja, kümmere dich erstmal um dein Baby. Es ist voll. Voll Leben? Nein, das Futter ist so voll es geht. Passt da halt gar nicht rein. Ich habe einen weiblichen Feuerwehrmann. Ich habe einen männlichen. Alterung 2%. Alterung 1,3%. Hier, komm mal her. Ach nee, du kannst ja meinen Führer auch nutzen, ne? Ich hole mal noch mehr. Ja. Oh Gott. Halt! Der ist noch auf Folgen, der ist noch auf Folgen! Ja, aber der kommt doch gar nicht hinterher, doch, oder? Doch, der folgt dir. Der folgt dir.
muss ich aber echt weit weg. So, jetzt stehen so halbwegs nebeneinander. Was macht er denn jetzt? Der hat Wandern an. Ja, keine Ahnung, vielleicht ist das normal. Ich gebe da mal noch mehr, weil das geht. Ja, und verbrauchen erzwingen nicht vergessen, ne? Warum erzwingen? Weil das Futter nicht hochgeht, nur die Gesundheit dann dadurch. Wenn er kontinuierlich Gesundheit verliert, füttern erzwingen. Ja gut, die scheinen aber zu fressen. Selbstständig. Und auch die Gesundheit geht hoch. Ne, ich meine ja nur, ne? Nicht, dass die irgendwie... Ja, ich versuche es. Ulala, da sind sie. Du bist, oh Gott, du bist zu weit weg. Oh fuck. Verdammt. Kannst du am Bett aufstehen? Ich bin wieder zurückgeflogen. Hallo? Ja, kam das Rede nicht mit an. Mir bitte. Ich hab doch ja gesagt. Es kam so gar nicht an. Ja, aber dann wart mal eine Sekunde. Ja, weil das Ding dir noch folgt, da bin ich ein bisschen besorgt. Alles gut. Alles gut. Bist du wieder da oder immer noch? Ja, doch. Hast du mich? Ja. Hey, Kleiner, ne? Oh, der ist auch süß. Ja, die sind schon niedlich. Na du? So, erstmal die ganze Milch reinstopfen. Na, hab ich auch gerade gemacht. Ich meine, der Rest macht sich ja dann eigentlich von selbst, ne? Wenn ich nur wüsste, wie man das Interface nochmal ausmacht. Ich will mal gucken. Ja gut, der Rest ist eigentlich nur warten. Ja. Was ist denn Interface ausmachen? Das Ah, da. Hä? Nee. Da habe ich mich jetzt vertan.
Backspace. Wie doof kann man. Braucht man für Drachen Sattel? Nee, ne? Ich glaube. Quatsch, was mache ich denn hier die ganze Zeit? So. Und sind die Drachen schwer zu killen, oder? Nö. Aber ich darf die nicht killen. Warum? Betäuben. Okay. Wenn du sie tötest, dann sind ist keine Milch drin, oder wie? Genau. Okay. Ich meinte, mir hat man erzählt, ja, töten. Bin mir jetzt aber auch nicht sicher. Knockout stand bei mir. Also habe ich die lieber knocked out. Naja. Schon gut. So, damit habe ich jetzt nur noch 10 Lernpunkte. Wow, hast du noch ordentlich was gelernt, ja? Ja, ich habe gerade geguckt, was ich so lernen kann. Die Viecher versorgen sich halt wirklich von allein. Ja, man muss nur gucken, dass genügend Milch vorhanden ist. Und wer weiß, was die haben wollen, wenn diese Bewegung da kommt. Ich hasse das. Wenn was kommt? Ja, braucht Zuneigung in 20 Minuten. Da kann halt auch beispielsweise ein Kibbel verlangt werden oder so. Das könnte ein Problem werden. Deswegen wird das wahrscheinlich mit der Prägung nicht. Sei denn, es heißt nur spazieren gehen oder so. Ist der gewachsen? Nee. Und du läufst so die ganze Zeit hin und her. Ja. Deiner sieht irgendwie als Kind. Also als Baby echt noch so dusselig aus mit dem großen Riesenauge und weiß ich nicht. Und dann guckst du dir meinen an, ist halt schon so ein Mini-Monster. Aber ein süßes Mini-Monster. Das Vieh ist halt echt schön. Ich würde gern wissen, wie ein Eisdrache aussieht. Also das wäre dann mitunter noch so... schon auch interessant. Tim, eigentlich kannst du mal, ne? Mal gucken, was passiert. Oh, dann... komm, Baby, Gift über. Du musst sehr weit. Ich sag dir Bescheid. Jetzt kommt er langsam. Du musst noch weiter. Ich kann nicht weiter, dann falle ich hier runter. Ja, er kriegt schon ab. Boah, die machen vielleicht, die stampfen. Ja, das, obwohl sie noch so klein sind. Siehst so du, klein und wie ich vorausgesagt habe, Level 28, Level 4. Ja. Gucken wir mal die Werte an. Habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Stimmt. Ja gut, das habe ich da schon bei mir zu erwarten. Ja. Es geht eigentlich. Ich mir dachte. Das Einzige, was wirklich schlecht an Anführungszeichen ist, ist das Leben. Bei mir? Mhm.
Der Rest ist noch im Rahmen. Naja.